Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zu den Corona-Zahlen am 4.12.2020. Ich werde jetzt heute eine Version nur rausjagen. Seid mir da auch nicht böse, dass die ein bisschen länger wird. Dadurch, dass ich mal so ein paar Vergleichszahlen mir einfach mal aus meinen alten Videos gezogen habe, die ich euch jetzt einfach mal zur Verfügung stellen möchte, damit ihr euch selber auch ein Bild darüber machen könnt, wie denn tatsächlich die Veränderungen so über gut betrachtet 2 Wochen aussehen. Also, wir haben heute 23.449 neu gemeldete Fälle, 111.984 in den letzten 7 Tagen. Der Inzidenzwert liegt bei 135 und insgesamt 18.034 Sterbefälle mit einem positiven PCR-Test. So, ich habe jetzt mal hier als Vergleich geholt die Zahlen vom 22.11. Am 22.11. hatten wir 15.741 neue Fälle und waren bei 117.011 Fällen über diese 7 Tage. Der Inzidenzwert lag bei 140,7. Jetzt kommen wir zur nächsten Grafik, wo wir dann wieder die Zahlen ein wenig zu Rate nehmen. Jetzt müssen wir nochmal einen Vergleich machen zum 22.11. Wir sehen hier einmal das, was ich schon vorausgesagt habe. Wir haben hier wieder diesen Anstieg, den wir ja hier auch schon gesehen haben. Das heißt, morgen werden wahrscheinlich nochmal ähnlich hohe Zahlen kommen und übermorgen kommt wieder eine verhältnismäßig geringere Zahl. Meine Voraussage für den 5. und den 6. Dezember. Haltet es euch bitte in Erinnerung und gebt mir dann einfach mal am Sonntag Bescheid, ob ich mit meiner Vermutung recht gelegen habe oder nicht. So, hier haben wir diese Gesamtinfiziertenzahl. Die liegt momentan bei 291.604 laut RKI. Jetzt habe ich mir heute mal die Mühe gemacht und habe oben diese Zahlen zusammenaddiert. Also die hier genannten Zahlen der 14 Tage, die habe ich mir wie gesagt, zusammen addiert. Das müssen wir gerade gucken hier. Da komme ich auf 250.674 Fälle. Also eine Differenz von 40.930 zu den hier unten genannten Zahlen. Am 22.11. waren es 300.447. Also wir sehen auch hier ganz klar seit dem 22., also knapp 13, ja, mit heute 14 Tage, haben wir eine Reduktion der Gesamtinfizierten. Wir haben einen Rückgang dieser 14-Tage-Geschichte als Gesamtmaß. Wir haben einen Rückgang der 7 Tage und vor allen Dingen, ach, das habe ich mich jetzt verpeilt nachzugucken, entschuldigt meine Lieben, ich habe vergessen, den R-Wert anzugucken. Er ist ein bisschen gestiegen, wir liegen jetzt bei 0,94, aber immer noch unter der magischen 1. So, Tagesreport vom 4. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz auf die vom 1. zurück. Wir sehen hier, am 1. hatten wir einen Rückgang und hatten hier auch ein Kuriosum, dass also mehr Betten belegt worden sind, als freie reduziert wurden. Auch ein wenig komisch. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, am 2. hatten wir ebenfalls einen Rückgang an Aufnahmen. Gestern hatten wir ein Plus von 23, haben aber hier, und das ist auch wieder ein bisschen komisch, meine Lieben, achtet mal ein bisschen drauf, haben bei den Belegten einen Anstieg von 16, 46 aber die weniger belegt, also die weniger frei sind. Auch wieder merkwürdig. Dann springen wir jetzt einmal in die Zahlen von heute rein. Wir haben gestern in intensivmedizinischer Behandlung ein Plus von 31 Patienten mit Covid-19-Fallzahl. Also wie gesagt, mir fehlt da die Laborbestätigung. Weitere invasive Beatmungen sind 7 hinzugekommen. Wir hatten 482 Neuaufnahmen in Intensiv auf 451 abgeschlossene Behandlungen. Wir haben momentan frei 5.033 Betten und eine Notfallreserve von 11.731. Die lag bei den ersten Videos, die ich gemacht habe, bei über 12.000. Also da sehen wir auch ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal so. Wir sehen hier in dem Vergleich zu der Spitze im Januar, ja, so viel, März, April, diese Spitze, sehen wir, dass wir schon leicht erhöht sind. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir gehen jetzt in die tatsächliche Welle rein. Das hier war schon der Abklang der Welle eigentlich.
da einfach nochmal so ein bisschen die Thematiken durchgucken, Grippewellen, Wellenverläufe. Meine Lieben, da seht ihr das, dass wir also jetzt quasi in dem Bereich sind, wo es normal immer angestiegen ist mit den Infektionen. So, die Helios-Kliniken haben auf Normalstationen 957 Patienten bei 15.063 ohne. Auf 1166 Patienten ohne Covid-19 kommen 268 mit einem entsprechenden Covid-19-Nachweis bzw. positiven PCR-Test. Ein weiteres Phänomen ist heute ganz klar abzusehen, meine Lieben. Wir gehen im größten Teil ganz weit hier unten in den Bereich rein. Die letzten Tage waren wir noch bis hier oben so in diesem leicht erhöhten, moderat erhöhten Bereich. Haben wir ein paar Fälle gehabt. Wo sind die Grippefälle hin? Hier ist leider immer noch nur die Woche 44 verfügbar. Hier habe ich nochmal für euch den Hinweis auf den Artikel der Daily Mail, der wie immer unten verlinkt ist, wo also der Leiterfall zu einem Corona-Toten wurde. Jetzt gucken wir noch einmal auf die Aktien. BioNTech, ein relativ dickes Minus von 2,42%. Ist ein bisschen komisch, das ist so der Haupt für den Impfstoff. AstraZeneca mit 0,8% im Plus. Pfizer ist mit 0,9% im Plus. Ihr seht jetzt gerade hier unten 13.15 Uhr. Also ihr seht, ich nehme dieses Video ein bisschen vorher auf, weil ich gleich auch noch unter anderem Meeting habe. Das sind also, die Zahlen könnten jetzt durchaus schon überhöht sein. Oh, bei Moderna hat wieder jemand Geld verdient. Da hat jemand 5,43% wahrscheinlich jetzt mitnehmen können oder nimmt der mit. Hier einmal nochmal die Grafik zu den laborbestätigten Todesfällen durch Influenza. Diese Geschichte fehlt mir gänzlich bei Covid-19. Hier sehen wir nochmal die, ist auch unten nachher verlinkt, Statistika, die Anzahl der Sterbefälle in Deutschland. Und jetzt haben wir hier einen gewissen Anstieg zu sehen innerhalb von 3 Jahren. In 16 waren wir bei 410, also auch ungefähr dem Bereich, den wir jetzt aktuell wohl haben. Wir hatten 2017 1146 und 2018, das war ja diese immense Welle, die wir dort hatten, da hatten wir 3029 bestätigte Fälle. So, wenn ich jetzt hier nochmal zurückspringe, dann sehe ich hier 1674. Also alles ein bisschen merkwürdig. Hier haben wir nochmal die Welle. Jetzt müssen wir mal ein bisschen darauf achten, wenn ihr euch die aktuellen Tabellen aufruft. Die hier fängt hier bei 0 an. Ja, und geht hier in 20.000er Schritten weiter. Also 20.000, 40.000, 60.000. Wir sehen, Anfang des Jahres haben wir noch relative Spitzen gehabt. Kalenderwoche 5 und 6. 4, 5, 6, 7. Da hatten wir so ein bisschen Spitzen gehabt. Ab dann ist es abgeflacht. Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir, dass wir eigentlich in den Kalenderwochen danach auch immer noch Fälle hatten. Das fällt hier komplett weg. Also irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung mit der ganzen Geschichte, meine Lieben. Also, wie gesagt, das waren jetzt nochmal so ein bisschen die Vergleiche der Zahlen der vor 14 Tagen. Die habe ich euch jetzt einfach nochmal zum Vergleich mitgeholt. Ich hole euch gerade einmal vom 22., dass ihr dann mal den Vergleich seht, wie ähnlich dieser Verlauf aussieht. Guckt euch das mal an. Die Sprünge sind manchmal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber das Muster ist genau das gleiche. Und das ist doch mal interessant. Also da lässt sich durchaus vermuten, dass diese Wellenbewegungen tatsächlich sonntags, montags immer diese Spatzer drin hat. Und dann halt seit mittlerweile 2 Wochen können wir quasi belegen, dass wir immer Donnerstag, Freitag, Samstag diese relativ hohen Zahlen haben. Hier genau das gleiche. Achtet auf das Datum, guckt im Kalender bitte nach. Immer zum Wochenende hin kommen diese exorbitant hohen Zahlen. Genau dieses Phänomen haben wir jetzt auch wieder. Heute ist Freitag, heute werden diese hohen Zahlen veröffentlicht. Das ist meiner Ansicht nach, ist da ein Muster, ganz klares Muster zu erkennen. Schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Kommentare rein. Ich würde mich auch freuen, wenn die Menschen, die Videos gucken, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, diesen einmal abonnieren würden, da über 90% der Zuschauer keine Abonnenten sind. Gerne Daumen hoch, gerne Kommentare mit reinschreiben. Es sind die wichtigsten Sachen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso sind unten meine Alternativkanäle, Telegram, Twitch-Kanal, den ich habe, und Parler im Moment verlinkt. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da einen Follow da lasst. Das war es jetzt eigentlich soweit mit der Zusammenfassung.
Wie gesagt, wir sehen dieses Muster, das sich abzeichnet. Sagt mir bitte mal, ob ihr es genauso seht. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein.